es gibt scheinbar so viele neue Modetrends. Mir scheißegal, guck wo meine Hose hängt. Denn was in ist, zeigen heute die Medien. Mir ist aber klar, dass sie täglich Neues predigen. Es gibt scheinbar so viele neue Modetrends. Egal, alles neue, bald sowieso geschenkt. Mir ist das zuwider, ich nehme da mein Block Papier, weil ich lieber so als durch Trends meine Kopf verliere. So viele Typen, die da draußen rumlaufen, die sich öfter als Frauen blinkenden Schmuck kaufen. Ich hasse es und bleib da lieber außen stehen mit keiner dieser Typen, die sich so wie Frauen benehmen. Es gibt immer mehr Paare, wo es so auftaucht, dass der Mann im Bad länger als die Frau braucht. Was machen die da? 5 Minuten und ich bin weg. Da fangen die erst an und sortieren ihr Schminkset. Denn der neue und junge Mann von heute denkt tatsächlich nur mit Eleganz, kommt Freude. Ist das jetzt eklig oder finde ich's niedlich? Große Checker nutzen Wimperntusche mit Lidstrich und dann noch was, das ist von allem am schlimmsten. Rosa Polo-Shirts und Baggies in Strümpfen, Frisuren als Gemisch aus neuen und alten Strähnen. Ach, mir egal, benutzt ihr mal eure Faltencreme. Es gibt scheinbar so viele neue Modetrends, mir scheißegal, guck wo meine Hose hängt. Denn was drin ist, zeigen heute die Medien. Mir ist aber klar, dass sie täglich Neues predigen. Es gibt scheinbar so viele neue Modetrends. Egal, alles neue, bald sowieso geschenkt. Mir ist das zuwider, ich nehme da mein Block Papier, weil ich lieber so als durch Trends meinen Kopf verliere. Man geht zur U-Bahn, sobald man im Zug saß, fühlt man sich so, als wär man bei Douglas. Furchtbar, doch wie können sich's besser beschreiben? Frau mit Hosen, die jede Fettzelle zeigen. Pfui, wie können sich bloß Frauen so zeigen? Mit blondierten Haaren, Ohrring größer noch als Autoreifen. Was haben die denn sonst noch so vorzuweisen? Außer Frisuren, die sie schon abends vorbereiten. Das sind nicht die, mit denen man gern ins Kino geht. Mit so viel Schminke, dass vor einem neuer Sido steht. Einem Mundwerk, das noch größer ist als Russland. Und Sprüchen, die ich nicht mal aggro in Luft fand. Und auch hier was da, fange ich direkt an zu spucken. Es ist nicht sexy, wenn aus der Hose Tangas gucken. Und glaub mir, dass kurze Topf den Bauch nicht schrumpfen. Ach, mir egal, denn ich hab meine Frau gefunden. Es gibt scheinbar so viele neue Modetrends. Mir scheißegal, guck wo meine Hose hängt. Denn was in ist, zeigen heute die Medien. Mir ist aber klar, dass sie täglich Neues predigen. Es gibt scheinbar so viele neue Modetrends. Egal, alles neue, bald sowieso geschenkt. Mir ist das zuwider, ich nehme da mein Block Papier, weil ich lieber so als durch Trends meinen Kopf verliere. Ja, noch was das ist, fast wie großes Plemo, sind all diese auf den genommenen Mode-Emos. Hab ja nix dagegen, wenn ihr es mit dem Herzen lebt. Aber dann frag ich, warum ihr so auf Schmerzen steht. Ah, ich verstehe, ihr könnt alles nur genießen, wenn dazu auch literweise Tränen fließen. Zurück zum Thema, worum es mir jetzt hier ging. Sind Emos, die so sind, nur wegen ihrer Piercings oder wegen Make-up, was natürlich reichlich ist, weil nur richtig Emo ist, wer optisch schon fast weiblich ist. Denn ihr tragt Tops, was nur eurer Blöße dient. Und dazu diese widerlichen schwarzen Röhren-Jeans. Schon wieder gibt es was, was mich hier so wütend macht, dass ihr Nagellack an den Händen und an Füßen habt und Frisuren, die aussehen, als wären sie aus einem Musterbuch. Ach, mir egal, denn ich hab keine Lust dazu. Es gibt scheinbar so viele neue Modetrends, mir scheißegal, guck wo meine Hose hängt. Denn was in ist, zeigen heute die Medien. Mir ist aber klar, dass sie täglich Neues predigen. Es gibt scheinbar so viele neue Modetrends. Egal, alles neue, bald sowieso geschenkt. Mir ist das zuwider, ich nehme da mein Block Papier, weil ich lieber so als durch Trends meinen Kopf verliere.